Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Train Sim World. Wir sind heute, wie schon gesehen, der Nachtfahrer und damit herzlich willkommen in Rackwitz. Wir fahren diesen Nachtzug, ist, würde ich sagen, noch einigermaßen positiv. Es ist kurz vor sieben und wir fahren heute diesen Zug, den wir zu Beginn etwas aufwendiger aufrüsten, nur was ich ganz, ganz cool finde. Fahren wir den jetzt einmal hier über die Strecke. Wie schon aus der letzten Folge bekannt, heute mal wieder in der Baureihe 182, die eben gestern für den Train Sim World erschienen ist. Wir steigen gerade mal ein. Es gibt auch Szenarien für den Steuerwagen. Allerdings habe ich mir gedacht, ja, es ist vielleicht mit der Lok ganz interessant. Haben wir bisher so nicht gehabt und ich glaube, da können wir schon ganz schön machen. So, wir machen erstmal hier den Batterieschalter auf Start. Das macht ganz leise Klick. Ich weiß nicht, ob man es gehört. Wahrscheinlich hat man es nicht gehört. So, wir setzen uns erstmal hin. Meine ganzen Kram hier. So, neutral. Hilfssystem aufladen. Gut, dann macht das mal Zug, ne? Was macht der für uns? Guten Tag. Huhu. Komm, wir haben wieder ein bisschen. Trotzdem relativ leise, ne? Ja, gut. Müssen wir mal gucken. Tür haben wir auf jeden Fall zu. Das lädt jetzt aber ganz schön lang auf. Wird schon seine Richtigkeit haben. Wir können. Oh, was ist der Kontrast hier, ne? Komm auf dunkel. Aber lassen wir mal auf hell. So, Lokomotive vorbereiten. Wir heben den Stromabnehmer. Flap. Und dann machen wir einmal hier. Das hier. Wunderbar. Bremsen aufladen. Das dürfte hier jetzt einmal passieren. Genau. In der Zwischenzeit können wir eigentlich schon mal die Türen rechts entriegeln, damit die Leute schon mal einsteigen können. Wir können Instrumentenbeleuchtung einmal an. Dann machen wir vorne unsere Zugspitzensignale an. Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal. So, Lok ist soweit fast fertig. Wir haben hier natürlich noch nicht unser. Nee, AB Aschaffenburg, das stimmt nicht. Ah, damit komme ich immer ein bisschen schlecht klar. Warte mal, müssen wir irgendwie. RB Bamberg, nein, auch nicht. Können wir irgendwie. Ach, das ist immer mit der Steuerung so ein bisschen. Kann ich mich nicht einfach da hinstellen? Irgendwie schon, aber irgendwie klappt das so mittelmäßig. Naja, dann fahren wir halt als RB nach Aschaffenburg Hauptbahnhof. Das ist mir egal. So, das ist so klein und frickelig irgendwie. Ah, guck mal, S2 Bitterfeld. Wunderbar. So, wo wir das haben. Bremssystem lädt sich auf. Dann können wir schon mal am PZB SIFA. Kann man übrigens auch per Tastatur einschalten. Nur so für letztes Mal, weil das ja nicht geklappt hat. So, Bremstest. Das machen wir noch einmal. Volle Leistung. Und einmal auf 1B. Wunderbar. Jetzt können wir die Fahrgäste einstellen. Wir haben noch ein Minütchen hier, bis wir Abfahrt haben. Kennen wir im Prinzip eigentlich alles schon, ne? Können wir trotzdem mal aussteigen. Kollege ist schon weg. Ich wäre gerne eben nochmal eingestiegen, aber. Naja, so. Zug kennen wir schon hier. Steuerwagen erstmal wieder auf der. Heuiuiui, komm mal ganz schön durchsprinten, du. Sitzt in der Standardklasse. Sorry. So, mal ganz kurz unsere Premium-Fahrgäste persönlich begrüßen hier. Boah, das sind aber ein paar mehr als letztes Mal. Das kommt mir nur so vor. Ah, mal unsere hier Schmetterlingstische da. Sitzen in erster Klasse. Schick, schick. Das ist natürlich von Sinnhaftigkeit. Das ist natürlich, So, dann haben wir hier ein Multifunktionsabteil. Das ist natürlich schön. Ja, dann haben wir unseren Steuerwagen. Den kennen wir ja eigentlich. Boah. Der ist eigentlich, glaube ich, der aus den anderen Zügen. So, wir sind wahrscheinlich wieder gleich ein bisschen spät dran, wenn ich mich nicht gerade beeile. Komm, dann machen wir jetzt hier einmal den Sprint an der Seite. Ja, das war ein bisschen zu spät. Das ist jetzt halt einfach so. Da haben wir den Zug richtig aufgerüstet. So, einmal aufsteigen. Dann machen wir zu die Hütte. Lüften wollen wir eigentlich im Maschinenraum nicht unbedingt. So. Und rein mit uns. Wir verriegeln rechts die Tür. Was müssen wir noch machen? Vorne ist es. Bremse lösen. Achso, wir müssen jetzt hier noch die Dingsbremse lösen, ne? Genau, wir müssen jetzt hier noch Dings da machen, ne? So. Ich hoffe, das passt. Wunderbar. Parkbremse ist anscheinend gelöst. Lösen Sie die Bremsen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste das hier einigermaßen. Ah, sieht doch gut aus. Machen wir zu die Hütte. Und dann heißt es Abfahrt in Richtung Schortau. So, herzlich willkommen, sehr geehrte Fahrgäste. Oh, ja.
Sonst wäre das gleich ein bisschen schief gegangen hier. So, machen wir hier ein bisschen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. So, sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord unserer S2 nach Bitterfeld. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt, Chortau in wenigen Minuten. Der dröhnt aber gut rein. Jetzt habe ich auch zugemacht da, die Hütte. Ja, okay. Also bis auf die Siefer achten, dass wir nicht mehr ein bisschen knuddeln. Licht, finde ich, macht eigentlich eine ganz schöne Stimmung hier drin. Weil es natürlich komplett unnötig ist. Ne? Im Tunnel vielleicht letztes Mal fürs Fenster zu machen. Falls es in den Kommentaren steht, jetzt weiß ich auch, dass ich das so anmache. Habe ich nur letztes Mal irgendwie leider ein bisschen verpennt. Naja, gut. Aber trotzdem, glaube ich, gestern trotzdem ganz gut hinbekommen. Vor allem hat mich ja gewundert, ich habe von vielen Seiten gehört, dass sie Probleme hatten mit der Videoveröffentlichung am gestrigen Donnerstag. Gut, für mich ist es immer noch der heutige Donnerstag, aber für euch ist es der gestrige. Und zwar konnten viele Leute ihre frisch aufgenommenen Videos nicht konnten die nicht richtig veröffentlichen. Das habe ich tatsächlich auch bei ein paar Leuten gemerkt, dass schon dieses Video ist nicht verfügbar oder so ein Kram. Bei mir hat es aber anscheinend funktioniert. Also ich habe zum einen das Fernbus-Simulator-Video, das kam ja frisch vom Morgen. Dann das Trains and World-Video kam sowieso ganz frisch. Und gut, das Tropico haben wir schon ein bisschen länger aufgenommen. Also geplant sollte anscheinend bei allen funktionieren. Bei mir hat es auch irgendwie so geklappt. Das ist ja eigentlich, ist ja erfreulich, ne? Wenn ich, hätte, glaube ich, mal F5 spammen können und dann auf ein anderes Video oder nochmal zurück über die Browser zurücktaste und dann klappt das manchmal auch tatsächlich. So konnte ich mir dann auch andere Videos anschauen. Aber wenn das so ohne Trick klappt, dann ist das ja super. So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Chortau. Der Ausstieg weiß ich selber noch nicht, werden wir sehen. Und ich fahre ein bisschen schnell. Ich glaube, bis wir irgendwann heute noch so eine richtige Zwangsbremsung kriegen, weil irgendwie bin ich mir so ein bisschen unsicher gerade. Ist doch gar nicht mehr genau, wie man richtig bremst. Man kann es ja nicht mit der elektrischen Bremse am Anfang relativ schön reinbremsen. Ich kann es mal probieren, ich kann aber von nichts garantieren. Ne? Das sind so die ersten, warte mal, was habe ich gelernt? Zwei Stellungen hier und dann hier erstmal ordentlich runterbremsen. Das ist halt stromeffizient, ne? Müssen wir ja alle ein bisschen drauf achten. Ich glaube aber irgendwie ist das... Ja, wir müssen mit der anderen ein bisschen reinbremsen, wenn es halt nicht passt. Ja, ja, sie ist auch noch da. Ich glaube, das müsste eigentlich passen, gell? Ja, ging eh noch ein bisschen mehr rein, aber eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich bemerke, müssen wir nicht angefangen haben zu bremsen. Mist. Und ein bisschen müssen wir vielleicht... Bisschen Jas muss man dazugeben. Guck mal, am Anfang des Bahnsteigs, so 50 bis 60, tut das lässt sich sehen hier. So, da mein Kollegen. Vorteil ist halt auch, dass wir jetzt gegen Ende halt ein bisschen Bremsleistung weglassen. Insofern, dass die elektrische Bremse natürlich an Leistung verliert. So. Ja, die können wir jetzt so gut wie es geht eigentlich. Bringt eh nicht mehr viel. Ja, das hat doch geklappt. Okay, jetzt hätte ich mir so noch merken müssen. Dann hätten wir das auch irgendwie weitermachen können. Ja, ich bin Profi. So. Steige da mal ein, Gefolge. Ah, schon. Ich finde es schnick. Das gefällt mir tatsächlich. So, ja, Sie könnten auch mal gerne einsteigen, meine Dame. Sonst wird das hier nichts mehr. Ich gucke, dass wir hier die andere S-Bahn noch drauf kriegen. Sieht vielleicht ganz cool aus. Oh, der ist schon runtergefahren hier, der Gute. Oh ja, soll er machen. Jo, haben wir sogar hier richtig geschildert. Das klappt ja heute. Also, gut, muss ja keiner wissen, dass ich jetzt schon... Das ist mindestens die fünfte Anmoderation, die ich gemacht habe. Ja, weil ich mir die Bremse nicht gelöst bekommen habe, weil ich zu blöd war, auf den grünen Knopf zu drücken oder andere Dinge verplant habe und dann muss ich noch telefonieren und... Ja, ich habe es mindestens zum fünften Mal die Szenariobeschreibung am Anfang vorgelesen, deswegen war das vielleicht ein bisschen holprig, weil immer, wenn man das zum zehnten Mal versucht, weiß ich nicht, ist das irgendwie... Er klappt nicht so gut. ich hoffe, man hat es nicht gemerkt, ne? Aber man hat es bestimmt gemerkt. So, da, ach, da macht sogar beide gleich. Ach, das ist ein Service, du. So. Das mit dem Bremsen, das könnt ihr echt so übernehmen. Das ist eine schnieke Angelegenheit. Das war auch mal ein Upgrade gegenüber der letzten Aufnahme. Gut, ich könnte ein bisschen langsamer beschleunigen. Das wäre das andere, aber ja. Machen wir es eben so. Jetzt haben wir da ein paar Minuten Fahrt. Das heißt, wir sind jetzt auf einem etwas schnelleren Teil der Strecke. Genau, wir fahren heute mal gegen Norden. Wahrscheinlich ein bisschen im anderen Teil los, als wir letztes Mal gefahren sind. Hoffe ich zumindest, sonst wäre das langweilig. Aber wir machen auch gegen Ende ein bisschen was anderes.
Von daher denke ich mal, dass das trotzdem halbwegs interessant sein sollte. Ich habe jetzt meine Themen eigentlich letztes Mal schon rausgehauen. Ich wollte schon irgendwas reden, das mit YouTube habe ich abgehakt. Das wollte ich noch ansprechen, weil das irgendwas Aktuelles ist, aber ansonsten, ja, denke ich, passt das so, ne? Und bei euch so, alles gut. Nee, weil die Fragen kamen, ja, das den DLC gibt es über Steam seit gestern. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel Zeit gehabt, mir die Kommentare anzuschauen, weil das für mich jetzt nicht viel Zeitunterschied war. Für euch ist es ein ganzer Tag. Ich habe mir gedacht, gut, fährst du gleich noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen ganz interessant, noch mal einen anderen Teil zu sehen. Ich meine, was ich nicht unbedingt machen muss, ist jetzt die ganze Strecke abfahren. Und was ich auch nicht machen muss, ist mich in den Steuerwagen sehen. Gut, das kann man schon mal machen, vielleicht im Stream oder sowas irgendwann mal. Aber das brauche ich jetzt für die Vorstellung eigentlich nicht machen, weil den Steuerwagen, den kennen wir eigentlich. Die Lok ist es im Prinzip das Neue. Lisa. Ja, ich weiß. Die Stimme ist interessant. die SIFA-Stimme. So, wir können ja schon mal, ne, Strom sparen. Und dann, was war es bei 1,3? 1,6? Weiß ich gar nicht mehr, wo wir angefangen haben zu bremsen. 1, können wir langsam mal so ein bisschen reingehen, ne? Aber 1,3 war auf jeden Fall, da waren wir schon relativ weit fortgeschritten mit der Bremse. Genau, elektrisch voll. Und hier haben wir gesagt, machen wir 1B draus. Ja, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen Delitzsch und... Ne? Ja, oh. Ja, ist alles gut. Das ist ein bisschen knapp, oder? Ja, nee, wobei, wenn wir da vorne... Ach, das muss eigentlich passen. Mein letztes Mal sind wir auch ganz gut im Plan gewesen. Ach ja, das passt locker. Vielleicht sogar noch ein bisschen raus hier. Ah, guck mal, die ging das jetzt langsam raus. Okay, wir sind viel zu weit vorne. Okay, also waren es eher 1,3 Kilometer. Gut, dann weiß ich das auch. Wir haben auch voll ewig Zeit hier, ne? Mit 2 Minuten Verfrühung sonst. Das kann ja auch nicht angehen. So, die SIFA war auf einmal wieder da. Und dann bremsen wir uns jetzt hier einmal gemütlich ein. Also mit der E-Bremse ist eine schicke Sache. Das gefällt mir. Das könnte ich versuchen beizubehalten. Weil leider ist im Train-Simulator die Dings hier anders. Die Tastenbelegung ist ein bisschen anders. Jetzt wäre es ein bisschen einfacher. Ja gut, aber jetzt haben wir der Bremsmanöver so ein bisschen... haben wir mal zeitlich rausgezögert. Ja, ich entschuldige mich hier in aller Deutlichkeit für mein schlechtes Bremsen. Gut, so gut wie letztes Mal kann es natürlich auch nicht immer klappen. Das ist halt auch der Punkt. So, es gibt gleich Sonderpunkte, wobei ich könnte hier schon stehen bleiben. Guck mal, erste Klasse direkt am Treppenaufgang. Jetzt kriege ich ja nicht ganz so viele Punkte, ne? Ach komm. Scheiß drauf. Ich meine natürlich, ich finde sehr wichtig, dass wir hier alles daran setzen, ganz möglichst viele Bonuspunkte zu sammeln. Ich werde hier bleiben. Ich habe, glaube ich, einen Bug. Man kann aber nicht so rausgucken, ne? Oh, man kann... Das ist ja cool. Guck mal, man kann hier da gucken. Das gefällt mir aber. Rangieren heißt das. Okay. Guck mal, können wir so die Fahrgäste beim Einsteigen da begutachten. Okay. Angst? Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt, was da rumblinkt. Aber hey. So, ein Zoom-Auge hätte ich in Real Life auch ganz gerne. Das ist, wie es aussieht, ganz praktisch. Ja. Nee, ich hoffe, dass wir das jetzt hier einigermaßen hinkriegen. Boah, vor allem, ich habe eine Aufnahme, habe ich mir auch voll am Mikrofon, es hat mir voll den Stromschlag verpasst. Das war nicht schön. So, wir können die Türen verriegeln, die Fahrgäste sind alle weg. Nee. Kann ich jetzt nicht die Türen verriegeln bis dahin? Ja, tatsächlich, ich kann eigentlich warten. Boah, ich bin so böse. Das ist ja ätzend. Ich will echt gar nicht so lange hier... Sitzen wir auf den anderen Sitz hier. Was ist das denn ein Fahrplan hier? Fahrmotorbelüftung. Führerstandstür. Oh ja. Was haben wir hier noch? Da kann man nicht bedienen. Ich finde es gut, dass man viele Sachen bedienen kann hier. Das gefällt mir immer noch. Das ist immer noch die Tür. Okay, so viel ist es jetzt hier nicht. Schnarch. Ach komm, hier, das kann ja auch nicht sein, dass wir da die... Wer noch mit will, ne? Der soll halt mit. Meine ist ja alles anderes auch assi. Kann ich von hier aus... Oh, guck mal, ich kann von hier direkt... Oh, das ist aber cool. So, den lassen wir noch mit, wenn wir dann alle zurückgetreten sind. So, Achtung, auf Gleis 2. Wieder einsteigen, zurückbleiben. Ja, so in der Art.
Türen verriegeln. Ach, guck, ah, das passt ja super. Okay, also ich kann tatsächlich vielleicht hier ein bisschen gemütlicher anfahren, damit das ein bisschen realistischer wirkt. Ich wollte mal präventiv, falls da irgendwas ist, Dings hier drücken, ne? Ich hoffe, das kann man verstehen. Ich wollte aber präventiv die PCB drücken. Hätte sein können, dass da ein Signal ist, was wir bestätigen müssen. Deswegen. Ich habe nicht gedacht, dass das Zugbeeinflussung nicht quasi ortsgebunden ist. Die anderen Sounds, die sind anscheinend, wie es aussieht, irgendwie ortsgebunden. Die sind hier vorne, ja. Die kommen hier raus. Und Zugbeeinflussung ist anscheinend ein global auftretender Sound. Gut. Also das nächste Bremsen haben wir uns auch ein bisschen geeicht. Das ist im Prinzip eine Art Eichung. Mehr ist es ja eigentlich nicht, ne? Ja, das ist auch noch da. So, wir haben uns jetzt ein bisschen geeicht und dann passt das ganz gut. Genau, dann machen wir mal ein bisschen, ja, ein bisschen raus. Ich brauche uns gar nicht so stark beeilen, wie ich das ganze Tier tue, ne? Ich beeile mich viel zu arg. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir überall fahren. So, Petersroda. Okay. Hallo, Peter. Kenne ich zwar nicht und das Waldrot, das finde ich auch nicht gut, aber soll er halt machen. So. Können wir wieder hier ein bisschen lauter machen, wenn wir hier auf wieder zumachen? Ne, es ist wieder ganz leise, okay. Witzig. So. Wir sind immer noch, wir fahren immer noch, das ist interessant. So, kann man immer ein Buch lesen nicht mehr, wenn wir an der Station stehen und lange Zeit haben. Ja, vielleicht gehen die auch davon aus, dass mir ab und an mal ein Signal hält. Aber das läuft ja, so wie es aussieht, anscheinend einigermaßen gut. Im 9 ist offizielle Ankunft. Das wären jetzt halt noch 2 Minuten. Na ja. Oh, geht's berghoch? Es geht leicht berghoch. Eigentlich könnte man sich jetzt beschleunigen sparen. Ja, ich muss. Josh, denk einfach an den DB-Zug-Simulator. Spare Strom. Ja. Ich versuche es schon. So, und das mit dem Bescheid bremsen kann man hier wesentlich besser üben als in dieser preisgekrönten App-Simulation. So, hab gar gedacht, da kommt so ein Schienenbus oder sowas angelullt. Sah so klein aus irgendwie, aber dann war es dann doch ein ganz ausgewachsener Triebwagen. So, dann Triebwagen, ja, im Prinzip. Jo, schicke Fahrgäste, wir erreichen Petersroda. Ja, jetzt hört man das halt auch noch. So, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung. Weiß ich noch nicht. So. Jetzt können wir ein bisschen später anfangen. So, fahren wir mal schon ein bisschen langsamer dabei sind. So, da kommt vielleicht erstmal nur elektrisch bremsen. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, aber wir können es einfach mal machen, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass wir dieses Mal aber nicht uns jetzt wieder verbremsen in die andere Richtung, weil ich es ein bisschen vielleicht untertrieben habe. Aber mal gucken. So, sieht ja noch ganz gut aus. Ich verliere aber ganz schön Aufmerksamkeit, gell? So, der Ausstieg fahren Richtung rechts. Ja, müsste passen. Oh, ist aber ein bisschen knapp dabei, ne? Und ein bisschen hier et normale Bremschen. Wobei, es müsste zwar eigentlich, wollen wir lieber 1B rein, dann hier noch ein bisschen raus. Wobei, das brauchen wir voll. Da noch ein bisschen, 2. Machen wir vielleicht 3. 4. Sifa. Bisschen raus. Hier machen wir mal lieber 1B. Ja, guck mal. Oh, das ist so ein schönes Bremsmanöver gewesen. Ja, gut, vielleicht am Ende ein bisschen schnell rausgegangen mit der Bremsleistung, aber. Guten Tag. Ach, guck mal, der hat. Gar nicht so ein. Oder hat gar nichts kann man den eigentlich auch schildern, den Steuerwagen? Ich denke mal schon. S2 nach... Okay, Makrelen. Dorf. Okay, cool. Ja, das hat auch einen Namen, ich weiß. Das ist aber cool. Das kann man vielleicht auch irgendwie... Wenn ich jetzt nichts anderes finde, nehmen wir das hier, weil das sieht auch cool aus. Ich würde das gerne irgendwie... Bisschen aus einer anderen Perspektive fotografieren. Naja, dann... sind wir halt in den Perspektiven hier gefangen. So. Was sagt denn hier die Fahrgäste einsteigen lassen? Gut, 10 nach ist dann wahrscheinlich hier Abfahrt. Ich kann mal nochmal hier den wunderschönen Blick hier rausmachen. Ach, guck mal, da kann man sogar die Station einsehen. Das ist ja schön. Und das Ding ist, bremselt jetzt nicht mal in der Gegend rum. Das ist ja cool. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Dann wollen wir einmal verriegeln. 10 nach ist auch gleich. Wunderbärchen, Fahrersitz.
Bremse lösen. Türen verriegeln. Und Abfahrt. Oh, komm, wir sind voll im Plan. Jetzt kommen wir sogar echt richtig schön gemütlich. Oh, 100 haben wir hier. Good to know. Machen wir hier mal. Muss ich die 100 eigentlich bestätigen? Kommen wir mal präventiv. Zug beeinflussen. Okay, ich muss das nicht bestätigen. Gut. Habe ich jetzt Überwachung auf 85? Wenn ich 100 fahren muss, ist das so? Oder blinkt das nur deswegen? Ich habe keine Ahnung. Ihr seht schon wieder, ich bin Zugprofi. Also noch und nöcher, das ist einfach... Ich beschleunige mal nicht über 85. Ich habe ein bisschen Angst. So. Ach, Bitterfeld ist aber schon da. Das ist ein Service, du. Wir müssen den Zug, glaube ich, so welches im Szenario gelesen noch abstellen. Oder war die Aufrüstung quasi die etwas fordernde Aufgabe? Ich weiß es nicht. So befreien wir uns auf jeden Fall nicht, weil die Magnetdings da ist er noch drin. Das war zum nächsten Magnet einfach nicht über 85 sind. Das wäre vielleicht, genau, das können wir uns echt befreien. Jetzt können wir 100 fahren. So habe ich das jetzt verstanden. Na, vielleicht nicht ganz so schnell beschleunigen, aber passt schon. So, sehr geehrte Gäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Endbahnhof Bitterfeld. Diese wird erinnert, wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zur Weiterfahrt bitte in die dort nicht bereitgestellten Züge. Einfach umsteigen, ne? Einfach bitte raus hier, ne? Tschüss, ich will Feierabend machen. So. Oh, heißt das, wir fahren über die Weiche? War so ein fancy Symbol. Ich konnte es leider nicht deuten. Was soll es bedeuten? Wahrscheinlich bin ich 100, wenn man hier ist. Ist es eine 100er Weiche? Uiuiui. Sowas finde ich mal krass, ne? So Hochgeschwindigkeitsweichen. Ich weiß, 100 ist jetzt nicht so eine hohe Geschwindigkeit, aber für eine Weiche finde ich schon krass. Boah, voll krass, ey, Alter. Alter, voll krass. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ist es dein Ernst? Digga, dein Ernst? Ist es dein Ernst? Weiß ich nicht. Man weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Oh, wir haben hier wieder etwas zum Beeinflussen, ne? Oh, 120. Ja, gut. Ah, ne, 120 haben wir nicht. Okay, gut, das ist ja... Ist es ja in Ordnung. Können wir vielleicht ein bisschen elektrisch bremsen, aber... Eigentlich kommen wir da ganz gut klar, wenn es in einem Kilometer ist, dass wir da einfach rollen. Ja, eben, sind wir sowieso schon drunter bei der Steigung hier. Hm. Ja, ihr seht schon, ich bin Profi-Zugfahrer. Das ist, okay, es geht aber bergab. Ja, wie mit diesem Let's Play. Ja, ich hoffe, wir werden jetzt nicht zu schnell. Wenn nicht, müssen wir bremsen. Ja, es ist ein Aufwand. Oh, haben wir da nochmal ein Vorsignal. Was haben wir denn da Schönes? 60, ja, das ist vielleicht dann durchaus was, wo man ordentlich vielleicht, ne, so ein bisschen... Sieht auch noch, das artet ja einen Stress aus hier. So, schnell unter 85, den Rest können wir ein bisschen chillen. Chill mal. So, sieht gut aus. So, jetzt sind wir 85. Ja. Guck mal, ist schön gemütlich da runterbremsen. Dann kriegen wir hin. Sie war nochmal gedrückt. Oh, guck mal, die Stresssituation haben wir jetzt echt bewältigt. Darf ich mich jetzt befreien? Ich habe Angst, dass der mich dann wegnimmt. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob ich mich jetzt befreien soll. Also wenn das Gelbe nicht leuchtet, denke ich mal, dass man eigentlich aber... Ich mach's mal. Das hat sie sehr gut vorgelesen von dem Text. Ich muss Zugbeeinflussung sehr deutlich sagen. So. Sie fahren wir auch noch auf unsere 60 hier. Ja, schon ein bisschen früh auf 60. Oh, da haben wir eben so einen Halt. Gut, dann passt das ja. So. Wunderbärchen. 3, 2, 1. Ja, das macht sie super. Mich würde mal interessieren, ob das die Originalstimme oder irgendwas anderes ist. Ich weiß es nicht. So, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist eine nette Umschreibung für. Weiß nicht, ob das so gut passt. Ja, es ist wie, keine Ahnung, Alain Lauritzbach ansagen. Mal was anderes ist zwar scheiße, weil dieser komische Jaja spricht. Ist zwar kacke. Aber es hat mal was anderes. Also, weiß ich nicht. No offense, ich produziere auch komische Internetgespräche, von daher. Ich finde es einfach unpassend, ne? Ich weiß nicht. Ja, es ist ein bisschen gemein. Ich würde das gerne, ich würde diese Aussage gerne zurücknehmen, falls möglich. So, oh, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen schneller, langsamer werden, sonst hagelt es uns beim nächsten. Bei wann hagelt der uns bei dem nächsten Magneten rein?
Ah, das sind so Zahlen, kann ich mir absolut nicht merken. Jetzt sollte ich mich, glaube ich, nicht befreien, weil ich sonst, glaube ich, Probleme kriege, weil ich ja immer noch in der Beeinflussung bin. Muss ich jetzt am 500-Hertz-Magneten 25 fahren? Kann das sein? Wenn ja, dann würde ich mich jetzt... Nee, okay, ich muss bei 40 sein. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber wir wollen irgendwas hier, ne? So. Wieso sehr gefahren ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts? Oh, gegen Ende habe ich ein bisschen nachgelassen, geschwindigkeitsmäßig. Na gut. Wir gehen in der Ausstieg schneller. So. Sind wir hinten drin? Ah ja, locker. Warum ist das auf einmal so laut? Schöne Tonleiter machst du da. So. Ich habe kein Fenster offen. Nein. Jetzt bleib mal stehen hier. Ja, ich wollte natürlich jetzt hier den Bonus dann mitnehmen. So. Fahrgäste aussteigen, das wäre wahrscheinlich richtiger. So. Mach mal bitte ein bisschen zügig, ich habe keine Zeit. Ich müsste eigentlich durch den Zug durchlaufen und mal gucken. Personaltür, so. Bitte alle aussteigen, wir fahren in die Abstellung. So, Sie müssen einmal bitte raus hier. Sie müssen einmal aussteigen. Demonstrativ setze ich, kann mich da nicht hinsetzen. Sie müssten einmal bitte hier den Zug räumen. So. Schönen guten Tag, Sie müssten einmal bitte aussteigen. Dankeschön. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Sie müssten auch mal bitte raus. Sie dürfen sitzen bleiben. So, Achtung, Sie müssten auch mal bitte hier da, ne? Hier immer wieder den Zug verlassen. Feierabend, Sie können sitzen bleiben. Erste Klasse ist in Ordnung. So, was müsst ihr jetzt eigentlich machen? Ich beeil mich mal ein bisschen besser, sonst macht er hier noch. Oh ja. Ja, ich habe natürlich den Zug schon runtergefahren, bevor ich ausgestiegen bin. Das ist klar. So, ich muss ja mal wieder vorbei. Ich bin Zugfahrer. Ja, ich fahre den Zug schon. Ich hätte ihn vielleicht doch gerne irgendwo abgestellt, ehrlich gesagt. Hauptschalter auf, aus, aus. Und warte die Parkbremse auf an. So. Jetzt, okay, dann sind wir fertig. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das doch einigermaßen erledigt, die Leute. Ich bin zu unautoritär. Ach, ich muss jetzt durch diese Dinger da schon wieder durch. Ich darf nicht übers Gleis laufen, das ist böse. Gut, das soll dann halt jemand anders machen, ne? Irgendwie hat das was von der Irrenanstalt. Oder Sanifair, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, liebe Grüße an den Mufi. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir kriegen 1000 Milliarden Punkte, weil wir gut sind. Tschüssi.